gehst du dorthin, um dem Fernkämpfer nichts im Weg zu stehen. Der verlorene Ritter ist bald ganz verloren. Schutz? Ja, warum eigentlich nicht? So. Ja. Die Lady könnte natürlich jetzt hierher laufen. Das ist richtig, aber sie geht mal hierher und erledigt den hoffentlich. Aber der Frostangriff ist nicht das Beste, glaube ich, jetzt. Ah, Mist. Okay. Geht leider nicht. Dann müssen wir hierher ihn erledigen. Und dann müssen wir tatsächlich gegen den nochmal kämpfen. Gegen diesen vermaledeiten Armbrustschützen da hinten. Aber dann ist das halt so. Der kommt jetzt nochmal. Der brennt. Schießt. Ja. Der schießt auch. Rückenstich auch noch. Ah, ja, ja. Da stand man schlecht. Da standen wir sehr schlecht. Dann machen wir das Heiltotem kaputt. Sehr gut. Dann den Todesbann. Ich weiß nicht, ob der viel bringt. Aber da kommt hier der. Ja, das glaube ich, das geht. Der hier, der stirbt. Du kannst auf den schießen. Und dann nochmal auf den schießen. Dann müsste es gewesen sein, oder? Jawohl, sehr gut. In the end, all corpses look the same. Mhm. In case you wondered, I'm not mad. Er ist nicht verrückt. Talks to me all the time. I can hear her voice in the whispering of the wind, in the rustle of the trees. Okay. She gives me advice, as she did in life. Ja, doch schön. Wenn das wirklich möglich wäre, das wäre doch wunderbar. So, Hune für Stäbe haben wir eine blaue. Irgendwo muss hier noch eine. Da hinten ist noch was. The Lord giveth. Da ist noch eine Truhe. This may serve a higher purpose. Da ist hier noch irgendwo ein Schrein. Hm, aber wo? Auf der Rückseite? Ja, da hinten ist der Schrein. Rüstungsrückgewinn. Das könnten wir, ja, das könnten wir der Lady hier geben. Aber die Frage ist, brauchen wir das? Wir machen es trotzdem. Weil ich glaube, wir kriegen sowieso alle Rüstung. Wir werden aber eh nur noch einen Kampf haben, also ist es egal. Alle Rüstung bitte. No more. I feel refreshed. Almost like back in the day. Er fühlt sich erfrischt. Na wunderbar. Easy there. I don't like what you're implying. Rest assured, she could take on a human. Sie menschliche Gestalt annehmen konnte, wann immer sie wollte. Mhm. Gut zu wissen. She's a spirit of the forest. She can do anything. Sie kann alles tun. Nicht mehr lange, wenn wir sie nicht befreien können. Los. Ja, wir befreien sie. Das ist gut. Jetzt geht's zurück durch den engen Weg. Ich weiß nicht, ob wir vielleicht an der Kreuzung nochmal angegriffen werden. Das muss man gleich mal gucken. Ich glaube aber eher nicht. The Lady of the Lake is watching over us. I can feel it. Sometimes I hear her whispering to me in my dreams. Jo. So, hier haben wir noch was. Und dann haben wir tatsächlich noch ein Lagerfeuer. Aber ich glaube, vorher kommt der Kampf, ne? Vorher kommt der Kampf, ja. Und das zweite Lagerfeuer brauchen wir dann ja gar nicht mehr. Außer es kommt nochmal so ein Endkampf. Das kann schon sein. Kann schon sein. Gut. So, hier müssen wir jetzt aufpassen, dass wir die Wiedergänger auf einmal erledigen müssen. Daher der Donnerschlag vielleicht eher auf die Fernkämpfer. Wir haben hier aber keinen Fernkämpfer. Auf den Totem können wir keinen Donnerschlag setzen. Machen wir den Donnerschlag hier hin. Dann sollen die anderen erstmal laufen. Wir könnten alle nach da gehen. Wir müssen die hier rüberkommen. Das können wir eigentlich schon machen, ja. Machen wir das mal. Ach, das ist ein Wiedergänger. Ah, verdammt. Das ist ein Wiedergänger. Da muss ich jetzt aufpassen, dass ich den dann richtig erwische. Vielleicht mit dem Fernkämpfer hier. Ja, würde schon gehen, aber ich muss mich anders positionieren. Hierhin. Jetzt. Dann haben wir den Wiedergänger erledigt. Und können jetzt auch noch hier, hier, hier oder hier. Dann schieße ich mal den hier ab. Kann ich noch irgendwo hinlaufen? Nein, wir können jetzt mal hinlaufen. Das ist schlecht. Dann gehen wir mal hierher. Sir Pelia, stell dich bitte vor ihn. Und mach eine Wacht. Genau.
So, dann kommen die nämlich hier alle her. Und dann schauen wir mal, wie das läuft. So, der schießt, der vergiftet mal wieder, aber er versucht es, schafft es aber nicht. So, da kommt der Schrei. Und dann kam die Wacht, aber auf den Wiedergänger, das bringt uns nichts. Das, der heilt das ja. Schauen wir mal, er ist auf 27. Schauen wir mal, auf was er gleich ist. Ja, da kommt nochmal die Wacht. Sehr gut. Aber auch ein Wiedergänger, oder? Ist das auch nochmal ein Wiedergänger? War das noch ein Wiedergänger oder war das keiner? Ist die Frage. So, Sir Mordred. Wir könnten brandmarken. Den Wiedergänger. Finde ich ganz gut. Also Pelias, du musst es jetzt schaffen, den Wiedergänger klein zu machen. Hier haben wir 110% und hier haben wir auch 110% Waffenschaden. Das sind 3 AP und das sind 4 AP. Wenn wir das machen, dann schaffen wir es dreimal. Wenn wir das machen, schaffen wir es auch dreimal. Das macht keinen Unterschied. Also können wir das zuerst machen. Gut. Und jetzt muss der Wiedergänger dran glauben. Ja, wir schaffen es. Sehr gut. Wir schaffen. Nein! Ich habe mich verklickt. Ich habe mich verklickt. Okay, dann musst du hier unbedingt ihn hier erledigen. Das schaffst du aber nicht. Doch, schaffst du. Okay, gut. Sehr gut. Dann haben wir den Todesbann. Können wir den Todesbann auf ihn aussprechen und dann müsste Sir Mordred eigentlich hier einen Schildansturm machen können. An den, zu dem hier, oder? Wenn wir eins vorgehen, geht's dann? Ja, es geht leider nicht. Es geht leider nicht und wir erreichen ihn auch nicht. Ach, schade. Na gut, dann gehst du trotzdem mal hier vor, einfach um ein bisschen abzusichern. Nee, geht nicht. Geht nicht. Okay, egal. Sir Pelias könnte noch einen Ansturm machen. Wen haben wir denn hier noch? Ah, er kann noch was machen. Könnte ich hier hinschießen, das ist natürlich nicht besonders gut. Das wäre okay. Da drüben. Die sind ein bisschen geschützt offensichtlich durch das Feuer. Da werde ich trotzdem mal ihn beschießen. Eispfeil. Und dann nochmal ihn hier mit dem normalen Pfeil oder ihn. Möchte den verdorbenen knappen. Der blockt. Okay. Dann gehen wir einen Schritt zurück. So, jetzt haben wir, sind wir aber durch. Ja, jetzt sind wir durch. Ne, Lady Guinevere war noch gar nicht dran. Sehr gut. Sie könnte darüber gehen, aber das finde ich jetzt nicht so eine gute Idee. Ich glaube, ich mache mal die Inspiration. Hätte ich als allererstes machen müssen wahrscheinlich. Lebensraub fügt dem Schaden 10 bis, Ziel 10 bis 16 Schaden zu und damit könnten wir ihn vielleicht sogar töten, oder? Das bringt aber nichts, weil sie vollständig geheilt ist. Nee, das bringt nicht wirklich viel. Sie könnte aber hierhin teleportieren, wäre dann aber umzingelt. Das gefällt mir gar nicht. Wisst ihr was? Dann gehen wir hierher. Machen eine Wacht. Das ist, glaube ich, noch das Beste, was wir machen können. So. Aber die brennen ja hier. Das ist eben Wiedergänger, glaube ich, ne? Ui. Ja, das war schlecht. Das war schlecht, weil das Feuer hat uns abgehalten, dorthin zu laufen. Gut. Da kommen wir immer noch nicht hin. Der oberste Waldhüter ist das hier. Tatsächlich, okay, krass. So, dann den Wiedergänger erledigen. Okay. Schildansturm geht immer noch nicht. Mordred, dreh dich bitte um. Ja. Sir Pelias. For Camelot. Oh, Peng, okay. Ach, das ist ein Wiedergänger. Das ist ein Wiedergänger. Den brauchen wir jetzt so eh nicht besiegen. Gut. Du gehst mal einen Schritt nach vorne und erledigst oder machst dich auf den hier. Sehr gut. Also Hector kann hier wieder mal zündeln. Und zwar so, da können wir alle drei erwischen. Das ist eigentlich gar nicht schlecht. Das ist sogar sehr gut. Und dann kann das hier den Wiedergänger nehmen. Und dann machen wir noch einen Blutbann auf ihn. Das bringt aber, glaube ich, nichts. Blutbann auf den verlorenen Ritter.
Das passt schon und gehen einen Schritt nach vor und er schießt jetzt auf. Der Wiedergänger wäre halt sehr gut. Kriegen wir den? Die kriegen wir, wenn wir hier einen Schritt nach vorne gehen. Ich hoffe, dass wir ihn tatsächlich besiegen. Ja, wir besiegen ihn. Das ist richtig gut gewesen. Und dann hier noch den hier. Okay. Und ein Eisschild. Warum nicht? Haha, das schaut auch cool aus. Das Eisschild, damit sind wir durch. Damit sind wir durch. Ah, hier wird wieder geheilt. Bringt aber nicht so viel und dort wird vergiftet. So, Boudica, du musst jetzt teleportieren. Es hilft nichts. Darüber. So. Und dich mal um den hier kümmern, den obersten Wächter. So. Dann können wir noch den Lebensraub hier machen, oder? Ich glaube nämlich, dass es der letzte Kampf ist, den wir haben. Können wir also alles ausnutzen, was wir zur Verfügung haben. Wir kommen jetzt hier nicht durch, das ist ein bisschen das Problem. Das ist echt blöd. Ja, wir kommen jetzt hier nicht durch, weil es da brennt. Ich meine, wir könnten darüber laufen, aber dann würden wir durchs Feuer laufen. Das mache ich jetzt mal nicht zu Ektor, aber. Vielleicht fangen wir uns ja gereint an. Blitzattacke bringt nicht viel, dann machen wir den normalen Angriff. Und nochmal. Genau. Und zu Ektor, du gehst einfach mal hier hin und machst mal auf den hier und dann noch eins mal einmal auf den hier. Peng. Super. Gut. Da wird geheilt. So. Der Blitz ist wieder da. Das Feuer ist weg. Das ist sehr gut. Ah, er hätte einen Schildansturm machen können. Egal. Und das war's. Nein, noch nicht ganz. Dann gehst du vielleicht mal hier hin, um jemand anderen noch Platz zu machen. Achso, sie kann ja einfach. Oh, wunderbar. That's it. Whatever was haunting this forest, we banished it. We should return to the cottage and set Enid free. Okay, das können wir machen. Da wird wahrscheinlich dann doch nochmal ein Kampf lauern. Da ist noch irgendwie wird noch was angezeigt. Haben wir nochmal ein Lagerfeuer? Was brauchen wir? Wir brauchen wieder mal Rüstung, ne? Ich meine, sie hat ein paar Lebenspunkte verloren, aber im Prinzip. Ja, im Prinzip brauchen wir Rüstung. Sörger Reint hat kaum Rüstung. So, was haben wir hier? Eine mittelschwere Rüstung. Und dann haben wir einen Edelstein auch noch. Und ein bisschen Gold. Und dann haben wir hier eine Schriftrolle. Also hier wird irgendwie immer noch ein Feind angezeigt, auf der Karte auch. Aber das kann uns ja egal sein, wir gehen jetzt in den finalen Kampf. Ah, hier schon, an der Kreuzung, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Aber gut, was sollst du machen? Nee, Spalten nicht, aber Ansturm. Zack, haha. Wo ist er denn jetzt hin? Ah, da liegt er. Gehen wir mal jetzt vor und schlagen den am Boden liegenden nochmal. Können dann eins zur Seite treten für unsere Freunde. Sir Pelias. Ja, Sir Pelias möchte ich jetzt lieber nach da oben schicken. Um hier anzugreifen. Die Lady Guinevere. Ja, das ist die Frage. Kommt von hinten auch jemand? Von hinten kommt auch jemand. Dann gehe ich mit der mal nach da. Und mache den Eisansturm oder den Eisschlag. Gut. Unser Fernkämpfer, wie kann denn der jetzt hier am besten agieren? Wahrscheinlich da drüben, oder? Ja, das wäre gar nicht so schlecht. Zack. Perfekt, dann gehst du hier. Unser Ektor bleibt dort hier. Und macht hier mal die Flammen. Haha. Wunderbar. Und verlangsamen wir vielleicht noch jemanden. Den, der am Boden liegt, der ist nicht nah genug dran. Und dann verlangsamen wir einfach den hier. So. Der steht wahrscheinlich wieder auf. Genau, der steht auf. Der enteist sich. Der macht irgendwas. Wie ein Buff seiner Freunde. Und der kommt jetzt mit dem Rückenschlag. Nein. Ich dachte schon, hier kommt ein Rückenschlag. So, da kommt der Blitz. Perfekt. Du kannst den hier tatsächlich sogar. Gut. Gut. Nicht so im Outfit, bitte.
So, perfekt. Dann haben wir hier nichts zu tun. Der Hector, der andere ist schon tot. Oh, da gibt es wahrscheinlich eh nichts mehr zu tun. Dann mach du mal den hier noch und das war's wahrscheinlich da schon. Ja, das war's schon. Natürlich. Was klappt denn ihr? Natürlich sind wir siegreich. Das alte Landhaus. Was ist hier los? Finally, you're free. Wait, what's happening here? Haha, eine Hexe. Eine Hexe. Okay. Können wir die gleich mal, ja, da können wir gleich mal so einen Blitz auf die Kapuze schlagen. Dann stehen die natürlich super gut für unseren Flammenzauber. Das ist ja perfekt. Besser geht's ja gar nicht mehr. Und wir können ihn hier, den obersten Waldhüter, mal verlangsamen. Dann geht die Lady dorthin, weil sie wieder wegteleportieren kann. Und ja, die Frage ist jetzt, ob der Frostangriff hier gut ist. Ich glaube nicht. Manchmal einen normalen Eingriff. Den Segen könnten wir auch noch sprechen. Ach, du hast ja nicht, das ist keine Power mehr. Aber Pelias kann sich hier herstellen. Und hier zuschlagen. Sehr gut. Und dann kannst du noch einen Segen sprechen auf Pelias. Und du gehst hier hin und machst diesen Blitzpfeil. Doch, der würde die alle. Die beiden treffen, ne? Genau. Ja, sehr gut. Genau. So habe ich mir das vorgestellt. Wunderbar. Dann bremsen sie alle. Sie ist betäubt, beziehungsweise enttäubt sich wahrscheinlich jetzt gleich. Ja, jetzt ist sie enttäubt. Sie geht ein Stück zurück, macht einen Aufschrei. Ja, da haben wir weniger Bewegungsmöglichkeiten. Der hat sich, glaube ich, gerade geheilt, oder? Ne, ich bin mir gar nicht sicher, ob er sich geheilt hat. Was wir jetzt auf jeden Fall mal machen, wir werden den obersten Waldhüter rausnehmen. Hektik. Und dann nochmal hier, nur eine Ritter. Das brauchen wir nicht. Und sie, ja, ist die Frage. Inspiration ist immer gut. Machen wir die mal zwischen rein und dann schlagen wir. Ich glaube, es ist besser, wenn wir den erstmal rausnehmen aus dem Spiel. Das kann der Hector erledigen. Genau. Und dann vielleicht noch einmal. Okay, wir können nur dreimal auf denselben. Schade. Ist nicht so optimal gelaufen, aber verlangsamen können wir den. Gut. Und zur Mordwelt, wie weit kannst du da noch hinlaufen? Nicht viel wahrscheinlich, ne? Ein bisschen. Dann kannst du da vielleicht noch einen Schildansturm machen. Ja, das kannst du. Perfekt. Gut, dann liegt er am Boden. Wenn man noch die Massenvertreibung kann eingesetzt werden, nachdem der Hetz den Treffer erlitten hat, entfernt alle Schwächungseffekte und Zeitschadeneffekte aller Gruppenmitglieder. Da erwarten wir noch mal eine Runde. Weil sie wahrscheinlich jetzt gleich noch mal was macht, die Hexe. Oder nicht? Oder was? Oder? Nee. Gut, dann der Blitz auf die Hexe. Super. Pelias, du gehst vor und oh, Mist, ich habe nicht gesehen, dass er hier nicht durchkommt. Und erledigst sie. Zumindest fast. Ja, er schafft es sogar. Sehr gut. Und erledigen wir ihn hier und dann war es das, oder? Ja, perfekt. Jetzt hatten wir gerade einen Grafikfehler, habt ihr das gesehen? I hope you find peace, my love. So, die Frau befreit. Ja, Wollo, was wird mit Enid geschehen? I pray to the lady and the old gods to keep her safe. She must be here, somewhere. And when Avalon has been cleansed, she can return to her glades. Okay, was werdet ihr jetzt tun? That's a great question. First I'll say a proper farewell to Enid with a flagon of good wine. A heartfelt prayer to das hört sich gut gods. An. Camelot kann Ritter wie euch brauchen, Sir Geraint. I could join you around table. There are plenty of places tainted by darkness. Ihr wisst, wo ihr uns findet. Sehr schön. Okay, Mission beendet. Wir schauen trotzdem noch mal ganz kurz, ob hier noch irgendwo was liegt. Aber ich glaube nicht, weil hier waren wir schon. Ne, hier liegt nichts mehr. Wunderbar. Wie viele Punkte haben wir bekommen? Also wie viele Erfahrungspunkte? Ja. Lady Quinevere hat zumindest einen Aufstieg bekommen. Die anderen nicht, weil die wahrscheinlich schon sehr viel Erfahrung hatten. So, wir haben hier eine Schriftrolle des Feuerstoßes. Kann einen Feuerstoß entfachen, das was auch Sir Hector kann. Schriftrolle des Spurts.
Dann haben wir einige blaue Sachen, die uns wahrscheinlich nicht viel bringen, und ein paar grüne Sachen zum Verkaufen dann am Ende. Okay, super. So, gerade ist im Hof beigetreten, Lady Dindrain hat die Lebenskraft zurückerhalten. Super, die sind dann wieder geheilt. Dann kann ich die auf den Übungsplatz schicken eigentlich, ne? Die Frage ist, ich glaube, sie hier möchte ich am ersten auf den Übungsplatz schicken. Und vielleicht auch Merlin. Lady Guinevere hat einen Aufstieg. Schauen wir uns erstmal das hier. Sie hat 2 Punkte. Verzauberte Waffe, 10% mehr Waffenschaden. Das ist doch immer gut. Das nehmen wir. Ohne das andere anzuschauen, aber 10% mehr Schaden ist super. Dann gucken wir mal, gibt es hier irgendwas, was wir hier verbessern könnten? Das ist definitiv nicht besser. Da hätten wir Rune für Stäbe, mehr Bandstärke und mehr Flächenschaden, Flächenangriffe. Ja, nee. Ich denke, das ist alles nicht besser. Brauchen wir gar nicht gucken. Das könnte vielleicht besser sein. Rüstungsdurchdringung. Das ist aber schon ganz gut. Lassen wir das. Und bei ihm 2 AP für den ersten Zug jedes Gefechts, 2 Schaden für 2 Züge für jeden Kill und 3 Schaden für 2 Züge für jeden Kill und 5 Schaden gegen Einheiten, die höchstens 4 Felder entfernt sind. Die sehr nah sind. Tja, was ist da besser? Ich glaube tatsächlich, das ist besser. Dann nehmen wir das. Tauschen wir das aus. Ja, gut. Dann haben wir uns da ein bisschen verbessert. Wie schaut es mit der Rüstung aus? Ich glaube nicht, dass wir da eine große Verbesserung hinbekommen. Hier können wir mal gucken. Eine Verletzungsmarke. Die braucht er eigentlich nicht. Nee. Okay. Und dann hier noch. Bei diesen Sachen hier. Was haben wir denn hier? Da haben wir längere Dauer von Gift und längere Dauer von Brand. Längere Dauer von Brand wäre vielleicht interessant für unseren Sir Ector. Das hier wäre tatsächlich sogar eine spezielle Rune. Die schauen wir uns gleich noch an. Ich schau mal ganz kurz mal Sir Ector. Sir Ector, da bist du. Hier. Da. Das ist plus 2 gegen Schaden gegen Einheiten, die mindestens 6 Felder entfernt sind und plus 1 Zug vom Brand. Und das wäre plus 2 Zugdauer vom Brand und plus 2 Schaden vom Brand. Da hätten wir aber dann weniger psychische Kraft, sondern mehr körperliche Kraft. Und die brauchen wir eigentlich nicht. Nee, wir lassen mal das angelegt. So. Gut, was ist denn das für ein Ring jetzt? Massenvertreibung. Nee, der Wurmzahnstein. Knochenring. Fügt allen Einheiten auf angrenzenden Feldern 100% Waffenschaden zu, verursacht Blutung für 2 Züge. Diese Fähigkeit kann eingesetzt werden, nachdem der Held Schaden in Höhe von 100 verursacht hat. Uiuiui. Das könnte mir tatsächlich Sir Pelias geben. Was hat er da im Moment? Da hat er den Vagabundenring. Plus 10 erhaltene EP. Der ist auch gut. Aber ich denke mal, das ist schon besser. Das nehmen wir mal. Und dann bekommt den Vagabundenring jemand anderes. Zum Beispiel sie. Na, sie hat die Halskette. Okay, sie hat die Halskette. Sir Kai, wie schaut es bei dir aus? Ja. Der könnte das zum Beispiel nehmen. Mehr AP und mehr EP. Ja, das kann er brauchen. Machen wir. Gut. Braucht uns irgendjemand einen besonderen Schmuck? Nee, da haben wir sonst eigentlich, sind wir da schon sehr zufrieden, ne? Da haben wir gesagt, tauschen wir nichts. Da könnte man auch was tauschen, aber Loyalität finde ich immer gut. Das möchte ich eigentlich nicht tauschen. Er hat ja den neuen, genau, er hat ja diesen Wurmzahn. Diesen Wurmzahn an, plus 3 Schaden gegen Seli. Diesen Schockring des Seli-Totems, das sollten wir auf jeden Fall behalten. Den sollten wir behalten. Wer ist denn nochmal unser Seli-Töter? Ich hab's wieder vergessen. Ich glaube, er selber, oder? Hattest du nicht die Sonderfähigkeit? Ja, hier. 25% gegen Seli und Unseli. Ja, den behalten wir uns auf jeden Fall, diesen Seli-Ring.
Loyalität lassen wir. Dieser Konter ist auch sehr gut, den lassen wir auch. Da könnten wir vielleicht was machen. Zwei Schaden gegen Pikten. Der hier zum Beispiel wäre gut. Für jeden Kill werden 3 LP wiederhergestellt. Aber mehr Kraft braucht er eigentlich nicht. Mehr Gift braucht er eigentlich auch nicht. Nee, dann machen wir das mal nicht. Da auch nicht. Und am Ende noch er. Kriegt auch Loyalität. Nee, dann passt es so, dass wir das so. Verkaufen wir die Sachen beim Händler. Genau. Rechts liegt zu verkaufen. Das verkaufen wir auch alles. Da lassen wir den Ring natürlich, den Seli-Ring, den lassen wir, aber den Rest verkaufen wir. Und da habe ich irgendwas. Ich glaube, da haben wir nichts, ne? Aber die Sachen können wir kaufen. So. Ah, wir haben ziemlich viel Gold. Können wir das irgendwo sinnvoll einsetzen? Hier zum Beispiel, plus 1 Fähigkeiten für alle aktuellen angehenden Typen vom Typ Streiter oder Schütze. Oder plus 10% dauerhafter LP für jeden aktuellen angehenden Helden. Darauf sparen wir mal. Da brauchen wir nicht mehr viel. Mehr LP für jeden Helden, das ist gut. Da sparen wir drauf. So, ja, ich denke mal, ich entscheide jetzt noch nicht, wer in die nächste Runde mitgeht. Also Mordred und Hector auf jeden Fall. Und ich denke mal, Lady Dindrain und Sir Pelias. Und dann werden wir wahrscheinlich die beiden, oder zumindest einen von beiden, im Übungsplatz noch unterbringen können, ja. Ich entscheide das aber jetzt noch nicht. Das entscheide ich erst, wenn ich die nächste Mission mir angeschaut habe. Und das machen wir dann in der nächsten Aufnahme. Für heute war es erstmal eine etwas kürzere Aufnahme. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahme von King Arthur Valete.